So, hallo zu meiner Session über mehrsprachige Webseiten. Ich wollte euch mal ein bisschen die Tools vorstellen, die in Joomla im Core drin sind und auch dann live auf der Seite mal zeigen, wo man da, wie einem Joomla unterstützt, seine Inhalte und so weiter mehrsprachig umzusetzen, zu übersetzen und anzulegen. Erstmal zu mir. Ich bin schon seit eigentlich mittlerweile vielen Jahren bei Joomla aktiv. Im Moment als Teamlead für die komplette Joomla-Dokumentation zuständig und zudem als Koordinator für die Übersetzung der Dokumente in Deutsch, also das ist praktisch das deutsche Handbuch. Und zudem noch in der Ukraine Main auch tätig, da sehen wir es ja regelmäßig. Arbeitsmäßig bin ich eigentlich hauptberuflich ganz woanders, da bin ich eigentlich als Chemielaborant bei Merck zu tätig und nebenbei habe ich noch mal eine kleine eigene Webagentur, wo ich auch Joomla-Webseiten baue. Und privat beschäftige ich mich mit Fotografie, Reisen und der eine oder andere hat mich vielleicht auch schon mal in einem Tatort gesehen, da springe ich auch manchmal vor der Kamera rum. So, eine mehrsprachige Webseite, was sollte denn da alles drin sein? Also eine mehrsprachige Webseite erwarte ich, dass ich einmal die Inhalte sauber sortiert in einer Sprache sehe, nicht irgendwie Deutsch, Englisch gemischt und so weiter, dass die Webseite auch mit mir in meiner Sprache kommuniziert, die ich eingestellt habe. Möglicherweise, dass auch die Browsersprache schon erkannt wird, dass die Webseite gleich automatisch auf Englisch oder Französisch oder was auch immer dann steht. Dass ich vielleicht auch eine Möglichkeit habe, mein Template gezielt anzusteuern, sodass für jede Sprache ein eigenes Template hat, wenn ich da spezielle Anpassungen drin habe. Und natürlich ganz wichtig ist die Menüführung, dass die sauber durchgängig in der Sprache angelegt ist. Da habe ich bei Joomla mehrere Möglichkeiten. Wenn ich jetzt anfangen möchte, kann ich eine komplette Neuinstallation machen. Also dann kann ich die gleich mehrsprachig installieren, das zeige ich auch gleich noch. Oder ich kann dann meine Webseite, die ich schon seit mehreren Jahren betreibe, auch mehrsprachig umstellen. Das hat aber ein paar Haken, die kann ich dann vielleicht auch nochmal zeigen. So, bei der Installation hat man die vielleicht nochmal alle gesehen, da gibt es noch da unten so einen kleinen Button, da kann ich dann meine extra Sprachen installieren und dann geht es weiter, dann suche ich mir schon die nächste Sprache aus, die ich dann anlegen möchte. Und des Weiteren kommt dann als nächster Menüpunkt verschiedene Einstellungen, wo ich die Plugins und die ganzen Tools, die ich gleich nochmal vorstellen werde, aktivieren kann in Joomla. Dann habe ich auch eine leere Seite. Joomla hat ja alles an Bord, um eine mehrsprachige Webseite sehr gut anzulegen. Also andere CMS kommen da noch nicht so weit mit hin. Und bei Joomla ist es wirklich sehr einfach. Die Sprachdateien für Joomla gibt es mittlerweile, ich habe gestern Abend noch mal schnell durchgezählt, mittlerweile schon in 76 Sprachen. Und das ist schon, sagen wir, im CMS weltweit eine einmalige Sache, dass man wirklich so viele Sprachen zur Verfügung hat. Im Backend kennt ihr vielleicht dann die Sprachen zu installieren, da bekommt man die ganzen Sprachen zur Auswahl, kann sie installieren. Und ein wichtiges Tool, was man dann braucht, aktivieren muss, um die Webseite mehrsprachig einzustellen, ist dieses Sprachenfilter-Plugin. Das unterstützt mich dabei. Ich kann oben in dem, ich weiß nicht, ob man die Maus sieht, nee, sieht man nicht, im oberen Feld habe ich die Seitensprache oder ich kann auf die Browsersprache umstellen, da kann ich einstellen, soll die Browsersprache sein oder habe ich eine Standardseitensprache, die erstmal kommt und die Sterne dann umswitchen. Im nächsten Moment habe ich den Sprachwechsel, den automatischen, der dient dazu, die Sprache des Nutzers anzunehmen. Das heißt, wenn ich jetzt angemeldeter Nutzer bin und es kommt ein englischer, französischer Nutzer, der hat seine Sprache Französisch stehen, dann stellt die Webseite entsprechend schon auf Französisch um. Den Meta-Tags werden auch gesetzt mit diesem Plugin. Das ist dann für SEO und für die Suchmaschinen wichtig, dass sie gleich wissen, welche Sprache kommuniziert diese oder welche Inhalte finde ich auf dieser Webseite, in welcher Sprache. Und den Sprachkürzel entfernen wäre zum Beispiel nochmal ein wichtiger Punkt. Das heißt, da wird ja die URL aufgebaut mit DE, EN und FR oder was auch immer. Und den kann ich in diesem Router deaktivieren oder aktivieren. Dann hat man im Backend die Möglichkeit, meine Menüs in allen Sprachen, die ich benötige, anzulegen.
Wichtig dabei ist das eine mit dem Häuschen da oben, das ist zum Beispiel ein Fallback-Home-Menü. Also ich brauche einen Home-Menüpunkt, der auf alle Sprachen gesetzt ist. Das ist zwingend erforderlich, dass man da überhaupt damit anfangen kann. Der muss auf der Seite nicht sichtbar sein, nur vom System her, falls irgendwo eine Spracherkennung mal nicht funktioniert, dass die Webseite weiß, wo soll sie hinspringen. Und dann kann ich anfangen und meine Menüs in der jeweiligen Sprache anzulegen. Und kann dann auch zum Beispiel, wer kennt dieses Tool? Sprachverknüpfungen, Sprachzuweisungen. Also diese Sprachzuweisungen habt ihr bestimmt schon unten alle gesehen, ne? Unten rechts. Bei den meisten Inhalten, Beiträgen, Modulen. Jetzt im Moment ist das ein Modul, genau, dann kann ich auch die Kontakte, ich kann alles Mögliche auf die jeweiligen Sprachen zuweisen, die ich in der Webseite installiert habe. Hat schon jemand eine mehrsprachige Webseite aufgesetzt? Also kennt ihr wahrscheinlich schon alle Tools, hoffentlich. Vielleicht lernt ihr auch noch was Neues dabei. Wer kennt dieses Tool unten in der Statusleiste im Backend? Mehrsprachenstatus? Schon gesehen, genau. Also das ist ein Tool. Ich öffne es mal. Wenn man da draufklickt, das zeigt einem den Status an. Was habe ich alles schon erledigt und was fehlt noch, um die Webseite vollständig mehrsprachig betreiben zu können? Und es gibt dann oben, ganz oben in dem Bereich noch Text, Meldungen, die mir sagen, was ich noch zu tun habe, was muss noch erledigt, was fehlt noch, damit diese Webseite vollständig funktioniert. Und dann kommen wir zu dem allerwichtigsten Teil, was das Core seit 3, ich glaube 3.7 war das, drin hat. Das ist die Sprachverknüpfung, die Komponente. Die versteckt sich ja unter Inhalten, unter den Beiträgen praktisch dann mit dabei. Und hier habe ich die Möglichkeit, meine bereits existierenden Inhalte mit mehreren Sprachen dann zu übersetzen. Das sieht dann so aus, dass ich dann links, ich zeige es auch noch, keine Angst, ich zeige es dann nochmal live in der Seite, dass ich dann links zum Beispiel meine Originalsprache habe, also meinen Originalbeitrag, und auf der rechten Seite habe ich dann oben per Dropdown so eine Möglichkeit, die einzelnen Inhaltssprachen mir aufzurufen und dann entsprechend den Text von links nach rechts zu übertragen in der jeweiligen Sprache. Kann dann noch irgendwo parallel ein Übersetzungstool dazu benutzen und sehe aber schon mal, was ich habe, ich da in der Originalsprache, im Deutsch zum Beispiel jetzt, und dann kann ich die Inhalte leicht pflegen und ich habe die Inhalte direkt nebeneinander. Das unterstützt sehr viel. Und Joomla hat natürlich auch dieses Sprachmodul, um die Sprache umzustellen. Das zeigt sich dann meistens in diesen Flaggen, die man typischerweise auf der Webseite kennt. Aber es gibt da auch sehr viele Fallstricke bei. Habt ihr vielleicht schon mal auf vielen Webseiten gesehen, dass man dann zum Beispiel die Webseitensprache umschaltet und man irgendwo in der Tiefe der Navigation irgendwo auf einer Unterseite ist, schaltet um und springt auf die Home-Seite zurück. Und genau das sollte nicht so sein. Und wenn man alles korrekt macht, dafür ist auch dieses Sprachverknüpfungstool da, weiß Joomla genau, welcher Beitrag zu dem Beitrag gehört, also welcher englische Beitrag zu dem deutschen Beitrag gehört und hat die Verknüpfung. Und sobald ich umschalte, bleibt er in diesem Beitrag und zeigt mir den englischen an, mit allen drum und dran. Oder den französischen, spanischen, was auch immer. Und das wollte ich dann euch gleich noch zeigen. Hier an dieser Stelle ist nochmal das Modul gezeigt im Backend, wo ich die Flaggen setzen kann. Also das heißt, hier kann ich die Sprachauswahl aktivieren, habe hier die Beitragsflaggen, das Modul auf Ja. Aktive Sprache zeigt mir noch an, ob die aktivierte Sprache als Flagge noch angezeigt werden soll oder ausgeblendet werden soll. Und da habe ich noch ein paar Tools, um die anzuzeigen. Text davor, Text danach, das wäre zum Beispiel so ein Punkt, wo ich, wenn ich das nutzen möchte, müsste ich dieses Modul für jede Sprache anlegen. Bei mir ist es jetzt im Moment auf alle gesetzt, weil ich diesen Textbaustein nicht benutze. Das heißt, ich benutze einfach nur die Standardsprachen, die in Joomla jetzt installiert sind, und alle anderen Texte, mit der die Webseite mit mir kommuniziert an dieser Stelle, sind schon übersetzt. So, und dann wollte ich noch zeigen, dieser HTML-Tag wird auch korrekt gesetzt. Das heißt, ich habe hier an der Beispielseite drei Sprachen, Englisch, Deutsch und Französisch, und da ist gleich für die Suchmaschinen und so weiter korrekt der
Link gesetzt auf die jeweilige Sprache. So, und jetzt nochmal, wo finde ich denn das Ganze alles? Gibt es eine Möglichkeit, um das nachzuschlagen? Und da kann ich nur leider nur eins sagen, schaut mal danach bei der Dokumentation. Und da findet ihr diese Seite, also einfach oben rechts in die Suche eingeben, Mehrsprachigkeit oder Mehrsprachen, dann findet ihr ein schönes Tutorial. Da bin ich gerade dabei, das in Deutsch zu übersetzen, das ist noch nicht ganz fertig. In Englisch gibt es das auf jeden Fall schon. Und da oben versteckt sich das Ding. So, dann bin ich mit meinem Beitrag durch. Aber ich zeige euch jetzt nochmal auf der Live-Seite die ganzen Tools. Also kurz den Bildschirm umstalten. Die Maus ist da? Ja, gut, super. Der Rest noch nicht. So. Jetzt müsste das gehen. Ja, ich habe eigentlich auf beide gesetzt. Sieht man es noch nicht? Mist. Ich habe eigentlich die auf drauf gesetzt. So funktioniert das nicht. Ach so, der kennt das nicht. Okay. Seite. Die Seite ist gut. Im kompletten Tab? Ja. Ne? Ja. Dann jetzt kommt's. Ja, passt. Du siehst es halt jetzt nur noch da. Dann muss ich halt ein bisschen mich verdrehen. Okay, also hier habe ich jetzt mal eine mehrsprachige Webseite angelegt. Also nicht aufs Design achten, das ist jetzt einfach nur, um die Funktion zu zeigen. Und bin jetzt zum Beispiel mal auf einer französischen Seite gelandet und möchte den auf Deutsch umstellen. So. Und gehe jetzt mal auf Home. So, dann bin ich auf der Home-Seite. So kennt ihr ja die Funktion an sich eigentlich auch. Ich gehe dann zum Beispiel auf irgendeine Unterseite, auf irgendeinen Beitrag. Der ist nicht im Menü verlinkt. Das ist wirklich eine tiefere Unterseite und stelle meine Sprache um. Und es taucht auf. Was euch vielleicht auffällt, das Menü ist verschwunden. Das liegt daran, da ich noch kein französisches Menü angelegt habe. Gehe ich auf den englischen Beitrag, da habe ich schon ein englisches Menü. So, und dann gehen wir mal ins Backend rein. Ich glaube, ich habe meine Seite auch zugemacht, aber geht. Wenn ich noch richtig tippen kann. So. So, jetzt im Backend gibt es hier diese Komponente Sprachverknüpfungen. So, und diese Komponente dient einem dazu, alle möglichen Module, beziehungsweise Module nicht, aber die Kontakte, Kategorien, Beiträge und so weiter in mehrsprachigen anzulegen. Ich gehe mal auf die Beiträge, sage, okay, ich möchte meine deutschen Beiträge hier sehen. Da habe ich meine deutschen Beiträge. Und hier sehe ich zum Beispiel auch, wo sind schon Verknüpfungen gesetzt und wo sind noch keine Verknüpfungen gesetzt. Entweder weil es den Beitrag noch nicht gibt, beziehungsweise da gibt es keinen Beitrag. Dann kann man jetzt zum Beispiel hier drauf gehen. Da habe ich hier links meinen deutschen Beitrag und jetzt kann ich hier sagen, okay, meinen französischen Beitrag.
Jetzt habe ich einmal die Möglichkeit, von hier aus direkt einen neuen Beitrag anzulegen, in Französisch. Oder habe ich den vielleicht schon irgendwo mal angelegt, aber noch nicht korrekt verknüpft, kann ich den hier an dieser Stelle auswählen. Aber da gibt es keinen, weil der ist nämlich eine andere Seite. So. Bisschen schwierig hier. So, das gleiche Spielchen habe ich auch für die Kategorien zum Beispiel, kann ich dann anlegen. Oder auch die Menüeinträge kann ich alles miteinander verknüpfen. Ich gehe mal aufs Menü. So, da haben wir einmal dieses Standardmenü, wo ich vorhin gesagt habe, das muss irgendwo angelegt sein. Das ist in einem versteckten Menü, das ist nirgendwo auf der Seite zu sehen, aber muss da sein. Und ich hätte dann auch noch hier mein Hauptmenü. So, da habe ich ein französisches Menü. Das ist nicht auf Startseite, aber ihr seht hier jeweils die korrekte Sprache. Und hier seht ihr sogar ein mehrsprachiges Menümodul, das ich dann einsetze. Und zwar habe ich hier Deutsch, Deutsch, Englisch und so weiter. Und wenn diese Flaggen korrekt gesetzt sind, erkennt die Webseite bei Umschalten der Sprache auch automatisch, was sie anzeigen darf. Das heißt, es würde niemals passieren, dass wenn ich die Sprache auf Englisch setze, dass ein deutscher Beitrag oder deutscher Link irgendwo auftaucht. So, ich rufe mal hier dieses Modul noch auf. Und hier seht ihr, ich habe sogar noch irgendwelche afrikanischen Sprachen installiert, aber die kann ich irgendwie nicht lesen. Gälisch habe ich noch, Französisch, Englisch, Deutsch, das sind die eigentlich die drei, die ich nutze. Die anderen nutze ich nicht, sieht man auch, sind nicht veröffentlicht. Und hier oben, wie vorhin schon gezeigt, gibt es noch verschiedene Sachen, weil hier die Sprachen ich nicht im Einsatz habe. So. Dann hat jemand Fragen oder Probleme gehabt, eine Webseite mehrsprachig aufzusetzen? Niemand, ja? Ja, also die Frage ist, wenn du eine internationale Website machst und du möchtest, dass die Leute aus anderen Ländern, also mit einer anderen Geo-IP, ihre Sprache schon bekommen, wie stellst du das genau ein? Ja, also die Frage ist, wie kann ich einstellen, wenn jemand aus einem anderen Land mit einer anderen Geo-IP die Webseite aufruft, dass automatisch die Sprache erkannt wird. Also meines Wissens geht das mit der GIP nicht, aber es geht auf jeden Fall die Browsersprache, die wird erkannt. Das heißt, wenn ich mein System bzw. mein Browser auf Französisch stehen habe, dann wird diese Webseite automatisch sofort auf Französisch aufgerufen werden. Das geht. Was ich jetzt noch an der Webseite zeigen könnte, ich gehe mal hier auf die Demo-Seite, ist zum Beispiel, wenn ich mich jetzt hier auslogge und diese Texte, die hier zum Beispiel kommen, die kommen von diesen Sprachpaketen, die im Backend installiert wurden. Stelle ich diese Webseite jetzt auf Französisch um, antwortet sie mir auch gleich in der entsprechenden Sprache. Auch hier diese Textbausteine. Dann kann ich das auch auf Englisch widersetzen. Und das Gleiche würde dann im Prinzip auch passieren, wenn ich jetzt die Browsersprache auf Französisch stelle, dann würde gleich automatisch die französische Seite aufgerufen werden. So. Ich hänge hier im Kabel fest. Ja? Kann man die kleinen Fähnchen, kann man die in der Größe verändern? Jetzt in Demo-Modul nicht. Was ich die Frage wiederholen, ja. Also kann man die Fähnchen, die Grafiken dieser Fähnchen verändern oder vergrößern, war die Frage. Im Prinzip geht das ja. An der Stelle würde ich das über einen Override machen und dann entsprechend andere Grafik dann aufrufen. Und zwar gibt es ja dieses Modul im Backend Sprachauswahl, da ein eigenes Override anlegen. Und in diesem Override ist ja auch ein Textpfad angelegt, der den Pfad zu den Flaggen zeigt. Also das heißt, wenn ich die
die Sprache auf Französisch habe, dann habe ich ja den Sprachtag FR angegeben. Und dieses FR wird für diese Grafik.gif gesetzt, also FR.gif mit dem entsprechenden Pfad. Und wenn ich diesen Pfad verändere und hinten dran praktisch, da ist noch so ein kleiner PHP-String dran, den kann ich ja auf diesem Sprachfleck lassen und nur die Grafiken zum Beispiel in einen anderen Unterordner ablege, dann geht das. Habe ich auch schon mal umgesetzt, da habe ich irgendwelche runde Icons genommen oder sowas. Das ist möglich, ja. Jetzt aus dem Modul her nicht. Die sind nur so klein, die jetzt im Standard Core drin sind. Da kann ich jetzt auch mal auf die Sprachen gehen. Habe mich abgemeldet. So. Da habe ich ja mehr die installierten Sprachen, das sind jetzt die drei, die anderen habe ich eben schon längst rausgeschmissen. Dann habe ich hier die Möglichkeit, meine Inhaltssprache mir anzulegen. Und das ist dann dieser Sprachtag. Der wird für die Grafiken eingesetzt, um die Grafiken zu finden. Gehe ich jetzt mal auf Deutsch, dann hat man hier normalerweise. Da haben wir dann, und da hier steht es Verzeichnis Media Mod Languages, da wäre der Pfad. Und im Oberreit kann ich diesen Pfad entsprechend irgendwo anders hinschicken. Dann habe ich da die Möglichkeit darüber. Ja, eigentlich bin ich soweit. Gibt es noch mehr Fragen, ja? Die Overrides? Hier. Genau. Ja. Diese Fähigkeit an der rechten Seite, wenn ich jetzt hier fünf Sprachen habe, die Reihenfolge davon beeinflussen. Also Reihenfolge. Ja. Das könnte sein. Also die Frage ist jetzt, ob ich die Reihenfolge dieser Flaggen hier beeinflussen kann. Das kann ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht beantworten, aber ich will es mal ausprobieren. Und zwar vermute ich, Moment, ich habe hier Französisch, Deutsch und Englisch. Und hier habe ich eine Reihenfolge. Englisch, Deutsch und Französisch ist die Reihenfolge. Also Französisch kommt hier als erstes. Okay, das ist schon mal nicht diese Reihenfolge wahrscheinlich. Ich verändere einfach mal die Reihenfolge und aktualisiere das Ganze mal. Ja, also damit kann man es dann ändern. Gut, Frage beantwortet. Super. Noch mehr Fragen? Ich habe bei der Sprache bei mir zweimal Deutsch drin. Zweimal Deutsch? Bei Mehrsprache. Also du müsstest dann mal hier reinschauen. Also die Frage ist jetzt, sie hat jetzt zweimal Deutsch als bei der Mehrsprachigkeit als Sprache drin. Ich würde mal sagen, schau mal hier nach, ob da zweimal Deutsch drin steht. Vielleicht ist da die Sprache doppelt vorhanden. Das ist jetzt unter Erweiterung Sprachen, Inhaltssprachen zu finden. Ja, dann eine. Einfach mal eine raus. Dann. Nein, die Welt geht deswegen nicht unter, nein. Das ist alles. Das ist natürlich die Frage, auf welches Deutsch sind die Inhalte dann gelinkt? Backup, ja, Backup vorher. Genau. Das ist ein bisschen komisch. Sollte eigentlich. Ja. Beide Deutsch. Das ist ein bisschen komisch. Ist das irgendeine migrierte Seite mal gewesen oder so, dass da bei einer Migration auf drei irgendwann mal was passiert ist oder so? Ist sie relativ neu? Die Webseite. Die ist schon älter. Ja. Und war die mal auf 2.5 vorher? 2.5 auf die alte Version? Die alte Hauptversion von Joomla? Das war irgendwann mal möglich, ich weiß gar nicht, habe ich die neu gemacht, ich habe aber danach neu gemacht. Ah, okay. Weil dabei kann es sein, dass da manchmal irgendwelche komischen Einträge noch in der Datenbank sind.
Ja, eigentlich dürfte das nicht sein. Vielleicht mal alle löschen und einfach noch mal Deutsch anlegen, dann müsste das gehen. Das kann ich auch nochmal zeigen. Die Artikel sind dann natürlich nicht weg. Ich kann ja auf die Beiträge gehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Webseite dann natürlich auf Mehrsprachigkeit umstelle, ich habe ja vorher sehr wahrscheinlich alle Beiträge auf alle Sprachen stehen, dann muss ich natürlich auch hergehen und die Beiträge, die deutschen Beiträge, dann natürlich auch auf Deutsch setzen. Wie geht es am einfachsten? Also in meinem Fall jetzt habe ich zwar hier verschiedene. Das sollte normalerweise gehen. Nee. Ja, ich muss das mal auswählen, aber ich, ja gut, kann ich ja alle nehmen. So, dann kann ich die Stapelverarbeitung aufrufen. Und dann kann ich hier an dieser Stelle kann ich sagen, okay, alles, was ich habe auf Deutsch. Wenn ich jetzt auf Ausführen drücke, werden meine Sprachen komplett alle auf Deutsch gesetzt mit der Flagge. Und auf die Art und Weise kann man sich erstmal die deutschen Beiträge dann ummünzen auf Deutsch. Und das gleiche spiele ich natürlich, falls ich die Webseite auf Englisch habe und die auf Deutsch, also je nachdem, nach in welcher Sprache meine Beiträge angelegt sind. Und wenn ich dann die auf Deutsch habe, dann kann ich natürlich wieder hergehen und kann hier über meine Sprachverknüpfung dann eben entsprechend die weiteren Beiträge anlegen. Das gleiche geht auch in den Menüs zum Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo so einen Menüpunkt, nehmen wir mal den. Und habe auch hier die Möglichkeit, mir eine verknüpften Menübeitrag auszuwählen oder anzulegen. Also von hier aus kann ich jetzt zum Beispiel direkt einen französischen Menüpunkt anlegen. Also Joomla bietet da sehr viel Unterstützung und Tools, um eine Webseite mehrsprachig anzulegen. Was wollte ich noch zeigen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel den Seitentitel. Schalte ich jetzt auf Englisch um, bleibt dieser Seitentitel. Schalte ich auf Französisch um, habe ich den Französischen. So, woran liegt das? Ich gehe auf mein Template und habe hier ein deutsches Template und ein französisches Template. Was mir fehlt, ist noch ein englisches Template. Mal gucken, ob das so geht. So, und dann kann ich nämlich hier an dieser Stelle und speichere das Ganze dann gleich, setze dieses Template noch auf. Halt. Muss es erstmal als Kopie speichern. Und jetzt kann ich sagen, okay, du bist jetzt mein englisches Template. Lade die Seite nochmal neu. Und habe dann meinen Titel auf Englisch. Und so kann ich alle möglichen Anpassungen, die ich im Template habe, die vielleicht länderspezifisch sind, im Prinzip über eine Kopie des Templates dann anlegen. So, noch weitere Fragen? Nicht zwingend, nur wenn ich spezifische Anpassungen habe für die jeweilige Sprache. Also wenn ich jetzt ein Template habe, in dem ich keine irgendwelchen Sachen drin habe, die zum Beispiel nur auf Deutsch oder nur auf Englisch zu erscheinen sollen, dann müsste ich das natürlich anpassen. Ansonsten reicht es völlig aus, wenn ich ein Standard-Template habe und dann alles andere von den Inhalten herkommt. Ja, dann bin ich soweit fertig. Danke.